macht. Ich habe tatsächlich es ganz gut geschafft, mich freizulaufen. Der Ball kommt genau dorthin und ich will ihn dann am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen zu genau setzen. Ich meine, die haben also sicherlich einen herausragenden Torhüter bei sich im Tor. Da will man ihn schon, oder ich glaube, da muss man ihn, glaube ich, schon sehr, sehr genau auch köpfen. War wohl ein bisschen zu genau. Es gab ja kurz zuvor auch den Lattenschuss von Jamie, war es, glaube ich. Wie bitter ist das, wenn man mal die letzten 20 Minuten nimmt, speziell auch nach dem Anschlusstreffer, dass man hier doch als Verlierer vom Platz gegangen ist? Ja, wenn man sich natürlich mit der Dortmunder Brille nur die zweite Halbzeit anguckt, dann ist es sicherlich bitter, das muss man schon sagen. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, wie wirklich grausam wir gespielt haben, wie wir die Tore, wie allgemein ja die Tore oder die Chancen größtenteils entstanden sind, und das ist durch eigene Fehlerhaftigkeit, indem wir ja den Ball quasi 16, 18, 20 Meter vom Tor hergeschenkt haben, dann ist es echt auch schon schwer, in der Champions League im Viertelfinale auswärts zu gewinnen. Und das ist eine Lehre, die wir jetzt hier heute draus ziehen, die wir sicherlich nächste Woche besser machen müssen. Du bist zur Halbzeit reingekommen, du warst ja auch noch mit in der Kabine, hast die Ansprache wahrscheinlich noch mitgehört. Was hat Edin euch damit auf den Weg gegeben? Was habt ihr vielleicht auch angepasst im Vergleich zur ersten Halbzeit? Genau. Ich musste mich ja ein bisschen warm laufen, damit mir nichts passiert in der zweiten Halbzeit muskulär, deswegen habe ich nichts groß mitbekommen. Deswegen kann ich dir da jetzt tatsächlich gar nicht so viel genau sagen. Ich habe jetzt aber auch schon ein, zwei Jahre hier gespielt und weiß oder kann mir sicherlich auch gut vorstellen, dass da genau drüber gesprochen wurde, was wir falsch machen, dass da sicherlich auch die ein oder anderen Namen genannt wurden und dass das vielleicht, das muss nicht sein, aber es vielleicht auch ein bisschen lauter wurde. Und wie auch immer oder was auch immer dort gesagt hat, das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil die Jungs haben dann auch ein besseres Gesicht gezeigt oder wir alle zusammen haben ein besseres Gesicht gezeigt. Und das ist das, was zählt. Trotz alledem, wie ich eben schon gesagt habe, das ist wichtig, dass wir das nächste Woche von Minute 1 an machen und nicht fest von Minute 46. Abschließend lass uns auf nächste Woche blicken. Jetzt ist das hier eine 1-2 Niederlage in Madrid, nächste Woche Dortmund. Das wird ein Hexenkessel, das Stadion wird brennen. Was können wir da erwarten? Macht den Fans Mut? Na gut, die Rechnung ist jetzt erstmal in dem Sinne relativ einfach. Wir müssen innerhalb von 90 Minuten das Spiel gewinnen. So, und dann schauen wir weiter, dass wir uns auf die Fans verlassen können, da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, wenn wir die letzten Wochen uns angeschaut haben, was sie da teilweise bei uns zu Hause im Stadion abreißen, ist ein Wahnsinn, großen Respekt davor. Und dementsprechend, das sollte nicht unsere Sorge sein. Ich glaube, das Stadion wird da sein. Aber wir haben jetzt